Womit wollen Sie das machen? Hier, diesen Apparat habe ich immer bei mir. Die städtische Galerie im Lehmbachhaus hatte für über eine Viertelmillion Mark die Beuys-Installation »Zeige deine Wunde« angekauft und damit die Gemüter von Lokalpolitikern und des sogenannten Mannes von der Straße erhitzt. Beuys hat diesen Kampf wie manchen vorher ruhig überstanden. Der Kampf um die zwei Leichenbahren im Museum war einer der letzten Kämpfe, der um die moderne Kunst gefochten wurde. Es war das letzte Mal, dass die Avantgarde ein großes Publikum erregte, denn ohne die Erregung über sie ist die Avantgarde nur Spekulationsobjekt und Museumsstück. Herr Beuys, ich weiß nicht, das wird Sie vielleicht überraschen, ich bin einer Ihrer Bewunderer. Allerdings bewundere ich Sie und Ihre Freunde wegen der Geschäftstüchtigkeit. Das dürfen Sie mir nicht verargen. Ihre Freunde vor allem, das möchte ich gar nicht von Ihnen sagen, sind ganz harte Geschäftsleute. Wie der kapitalistisch anmutende Kaufpreis von über einer Viertelmillion Mark für zwei Leichenbahren, weiteren Utensilien, zuzüglich Idee. It's another installation here for the next future. I must do things now where the political heat is going up, you know. Als Joseph Beuys 1979 eingeladen wurde, die große Guggenheim-Retrospektive in New York zu machen, da fragte er zunächst mich und wollte von mir wissen, ob ich bereit wäre, die Transporte, aber auch die ganze Logistik im Haus zu betreiben. Und fügte damit dann gleich zum Beispiel hinzu, so ganz nebenbei, ich möchte aber auch das Objekt Tallow ausstellen. Und mehr sagte er dazu nicht. Er wusste ganz genau, ich, Heiner Bastian, weiß, das Objekt ist 21 Tonnen schwer und man müsse dafür sorgen, dass es im Guggenheim nicht zu einem fürchterlichen Unglück kommen würde. Ich bin dann also nach New York gefahren und habe mir die Situation angeguckt und habe gesehen, es gibt überhaupt keinen Zuliefererweg, der uns ins Museum führt mit der Skulptur, deren größtes Element ein bestimmtes Maß hatte. Ich musste also dafür sorgen und das richtig ganz stringent auch zeitlich planen, dass man von der Fifth Avenue eine Brücke in das Museum baute, die den Graben überbrückte, dass zwei große Scheiben ausgebaut wurden, dass man zuvor einen Transport hatte, der vom Schiff bis zur Fifth Avenue auf einem wenigsten luftgefederten Fahrzeug vonstatten gehen musste, damit die Skulptur nicht beschädigt würde. Und dann musste man die ganzen Bewegungen koordinieren, mit der für die Skulptur notwendig waren, um sie in dem Augenblick, in dem sie im Museum ankam, dann auch an jenen Platz zu bringen, ohne dass der Fußboden, der nur bedingt belastbar war, nicht einstürzen würde. Und wenn Sie die Güte haben, mal den Katalog der seiner großen Guggenheim-Ausstellung anzusehen und gucken sich mal vorne, gleich erste Seite links, das Titelblatt links, das Porträt von Beuys, dann sieht es aus wie das Schweißtuch der, aus Turin, das Antlitz Jesu Christi auf dem Schweißtuch. Ein ganz verklärtes Gesicht, wo man Beuys nur noch unscharf erkennt, so wie eben dieses Tuch aus Turin. Also dieses bewusst Einsetzen von christlichen Bildern, Motiven, Idealen gehörte mit zu dieser sehr diesseitigen Strategie von Joseph Beuys. Professor Joseph Beuys vollendet heute sein 60. Lebensjahr. Er hat nicht nur durch die Kunst versucht, seinen Anhängern einen Weg zu weisen. Worin besteht eigentlich die außergewöhnliche Wirkung dieses Künstlers? Die Freunde feiern den 60. Geburtstag oder besser den 60-Jährigen hier in seinem neu renovierten Haus in Düsseldorf-Oberkassel. Sein Freund Klaus Rinke. Warum sind Sie hierher gekommen? Wir sind alle Zeitgenossen von Joseph Beuys. Und wenn so ein wichtiger Zeitgenosse Geburtstag hat und 60 Jahre alt wird, werden wir ihn natürlich ehren. Weil ich Nachbarin bin, weil ich hier in der Drakelstraße wohne und ihn von Anfang an hier miterlebt habe. Weil wir schon seit Jahren bekannt sind.
Wir arbeiten seit ungefähr 10 Jahren in der Freien Internationalen Universität, die von Josef Beuys gegründet ist, mit. Unter anderem auch seit der Gründung der Grünen. Die Familie, so scheint es, lässt alles über sich ergehen. Halt mal fest. Herr Beuys, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Ist man mit 60 alt? Ja, das mag sein beim einen oder anderen, aber ich fühle mich nun gar nicht alt. Für die Verbindung von Politik mit Natur hat Josef Beuys in seinem spektakulären Dokumentarbeitrag gesorgt. Das ist ein mächtiger Bengel hier. Mit schweren Basaltstücken ließ er einen Teil des Platzes vor dem Museum zuschütten. Der Steinhaufen soll dadurch abgetragen werden, dass irgendwo in Kassel für jeden entfernten Stein eine Eiche angepflanzt wird. Stück 500 Mark. Und wenn ich jetzt schütte, dann ein bisschen ruckeln später. Jetzt noch nicht. Ja, da ist eine Kunstschütte. Gut. So, noch ein bisschen Wasser, noch ein Eimer. Ja. Wie viele Bäume haben Sie bisher gepflanzt? Bisher etwa 4.500, 4.500. Und das Ziel sind wie viele Bäume? Das Ziel ist, die ganze Welt mit Bäumen vollzupflanzen. Welchen Anteil wollen Sie da selbst übernehmen? So viel wie möglich. So viel ich in meiner Lebenszeit pflanzen kann.